Wenn ihr am alten Marktplatz vorbeigeht, dann seht ihr da eine Menschentraube. Und in der Mitte wird so ein Galgen aufgerichtet. Zum wiederholten Male ist Mascha einfach so nicht nach Hause gekommen des Abends und hat die Nacht woanders verbracht. Einspruch, guter Herr. Vielleicht kann sie sich ja erklären, wo sie die Nächte verbracht hat. Das sind ziemlich starke Worte, Fremder, für jemanden von... Wo kommen Sie nochmal her? Ich komme aus Genf. Das ist natürlich ein Joker da. Scheiße. Ich bin ein Professor. Ein Gelehrter, natürlich. Wollen Sie denn Ihren Platz einnehmen? Nein, aber ich würde für Sie genauso das Recht des Einspruchs ergreifen, wenn man Ihnen etwas vorwerfen würde. Stehen Sie in irgendeiner Verbindung mit der Dame? Nein, die Dame ist mir vollkommen unbekannt, genauso wie Sie mir unbekannt sind. Aber das Recht sollte ihr zugesprochen werden, sich zumindest verteidigen zu dürfen. Nun, Ihre Taten sprechen für sich. Haben Sie denn Beweise für Ihre Taten? Ja, Ihr Mann hat bezeugt, dass es so war, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Und sie hat nicht gesagt, wo sie war. Ein Beweis, zweiter Beweis, dann geben Sie ihr doch jetzt die Chance, zu sagen, wo sie war. Wollen Sie etwa meine Entscheidungskraft in Frage stellen? Na, ich möchte eigentlich eher einen Mord verhindern. Ein Mord? Wer sind wir denn? Barbaren oder wie? Wir ermorden doch niemanden. Naja, wenn sie sich nicht verteidigen darf, dann ist es schon kein gerechtes Urteil. Sind Sie der Richter der Stadt? Ich bin der Richter, ich bin das Gesetz und ich bin die ausführende Hand, alles in einem. Ein Idiot. Interessant. Und Ihnen wurde nur von dem Ehemann vorgebracht, dass die Frau nicht zu Hause war. Nun, mich dünkt, wir müssen hier gleich einen zweiten Galgen aufbauen. An einen unbekannten Mann, den Sie nicht kennen. Korrekt. Dann schert es mich auch nicht, wenn dieser unbekannte Mann wieder weg ist. Ich würde sagen, bis die Sonne untergegangen ist, haben Sie diese Stadt verlassen, ansonsten sind Sie der Nächste. Super. Interessant. Das war voll der Trick. Was? Nix. Mach du doch hier deinen. Ich gehe. Ich gehe erstmal 10 Schritte zurück. Wenn wir Beweise finden würden, dass die Dame unschuldig ist, würde sie denn wenigstens nochmal angehört werden? Beweise? Nun, das müssten schon eindeutige Beweise sein. Genauso eindeutige Beweise, wie die hier vorgebracht wurden. Und schon wieder stellen Sie meine Aussagekraft in Frage? Nicht Ihre, die Ihres Mannes. Aber es wäre doch auch nur im Sinne eines Lebens, dass sie vielleicht verschont wird. Geben Sie uns 48 Stunden, um Ihre Unschuld zu beweisen. Um nicht die Stadt verlassen zu müssen, meinen Sie? Hast du verhandeln, überreden, irgendwas? Irgendwas Cooles? Was Cooles? Ja. Da so hier. Ach, man kann überreden. Du hast einen Bonus, aber man kann ja sowieso überreden würfeln. Richtig? Sie können es ja mal versuchen. Achso. Siehste. Ja, möchte ich. Doch, jetzt kommt der gute Wurf wieder. Ja, mit der Anstrengung kann ich wenigstens ein bisschen was reißen. Da ich habe nur 2 Stunden Zeit. Besser als gleich sich verbissen zu müssen. 5. Also der würfelt nur 5. Ich hätte gerne einen anderen Würfel. Komm. Wenn das jetzt auch eine 5 ist? 11. So, also der wäre es gewesen. Der wäre es gewesen. 5. Bis jetzt haben Sie noch keine Argumente vorgebracht, die mich von meiner Position abbringen. Ich unterstütze seine Argumente und würde dann auf Überreden auch würfeln. Ach nee, ich bin eine Dame, ne? Ich darf du unterstützt nicht. Deine Argumente. Ja, also aber ich... Eine Frau, halt ja, ich bin eine Frau. Ein bisschen. Oh, ist mir nervig. Ja, okay, nein, warte. Moment. Keine Stunde hier in dem... Warte mal. Zwölf Schläge, sagt er. Und die ziehen die Frau mit den Füßen hoch und sie hängt da kopfüber. Ich kann hier so dem weismachen, dass ich ein Mann bin.
Und dann trotzdem das sagen, was er gesagt hat. Aha, sowas kannst du machen? Das ist ja doch. Ja, du überzeugst eine andere Person, Kreaturperson, die dich hören, sehen und verstehen kann, jemand anderes zu sein, als du tatsächlich bist. Ich kick dem einfach rein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, nein. Bitte nicht. Dann bin ich der Gouverneur. Ich komme dann da voll an, voll riesig, voll groß, voll breit. Was? Wieso muss der Gouverneur riesig? Es ist nicht der Governator, es ist der Gouverneur. Okay, dann mache ich das. Du überzeugst eine andere Person, der Gouverneur zu sein. Mach ich. Da steht das mal nicht, aber egal. Würde dir aber eine Unterstützung für deinen Wurf liefern. Ja. Du kannst auch mehrere Kreaturen gleichzeitig überzeugen. Also alle, die mich sehen, denken dann auch wirklich, dass aber ich das bin. Aber genau, für jede zusätzliche Kreatur musst du, ach so, einen zusätzlichen Intellektpunkt bezahlen. Ja. Okay, es reicht ja, wenn die beiden da oben mich so sehen. Drei Leute stehen oben. Okay, zwei Deputies und einmal. Okay, ja. Also muss ich dann drei. Achso, zwei Intellekt. Zwei also, Intellekt? Okay, also dann. Plus jeden, fünf. Der da oben steht. Plus. Fünf. Genau, jetzt hast du fünf Intellekt. Willst du nur. Ich möchte auch Anstrengung eine benutzen. Eine Anstrengung ja. benutzen. Hast ja. du noch einen Skill, der dazu passt? Überreden zum Beispiel? Überreden, ja, habe ich. Okay. Also 8 minus 1 insgesamt. Machen wir mal. 12. 12? Ich dachte, er ist 21. Sehr was gut. sagst du jetzt zu ihm? Ich sag dann, Moment. Und dann drehen sich ja hoffentlich alle zu mir hin. Stopp. Und dann gehe ich auch dahin, nach da geht's da eine Treppe, ne? Da kann ich dann hochgehen. Keine Ahnung, Gouverneur Johnson, so fertig. Und dann... Es gibt immer einen Johnson. Gouverneur Johnson bin ich. Ich finde, der Herr dort vorne hat vollkommen recht, dass die Dame sich erstmal äußern kann, wo sie wirklich gewesen ist und dass es gar keine vernünftigen Beweise hier gibt. Also so kann das hier nicht angehen. Ich weiß nicht, was sie sich hier gerade denken zu tun, aber runter mit der Dame. Ich bin da auch, versuche sie runterzumachen und sage, dass das hier so nicht geht. Die Leute sollen bitte alle wieder nach Hause gehen. Du hast geflüstert, die hier vorne stehen. Publikumsbereich. Das ist mir völlig egal. Sag's auch. Und hier, also ich mache sie los, ich versuche sie irgendwie loszumachen und sage, dass der Herr in 48 Stunden beweisen darf, dass sie unschuldig ist. 92. Oder eben halt schuldig, je nachdem. 92. 92. 92 Stunden, das hört sich gut an. So, und so lange wird die Dame in meinen Gewahrsam genommen. Obhut. Obhut, Entschuldigung. Okay, und sie von welchem Gebiet, von welchem Staat sind Sie Gouverneur? Ich bin hier von Innsmouth. Kennen Sie mich etwa nicht? Wir haben ja keinen Gouverneur. Vom Staat sind Sie vielleicht der Gouverneur. Massachusetts. Ja, Sie brauchen mich gar nicht so anzugucken. Ich habe Sie losgemacht. Hoffe ich, ne? Ich habe Sie losgemacht. Ja, sie liegt da. Und ich rufe dich, ich winke dich her, dass wir der Dame helfen. Da gehe ich mit hin, Und so, er guckt nur. Die Herrschaften und die gehen jetzt. Die Deputies gucken auch nur. Die Herrschaften gehen jetzt bitte mal nach Hause. Und dieser Galgen hier wird hier runtergemacht. Ja, ich helfe inzwischen der Dame auf und führe sie dann schon mal zügig an der Menschenmenge vorbei. So, und Sie gehen jetzt Ihren vernünftigen Job nach erstmal und machen hier nicht so einen Blödsinn. Also, Frau Gouverneurin, Frau Gouverneurin oder sind Sie an? Ja. Was dagegen? Nein. Ja. Ich wollte nur. Den Ausweis. Keine Unannehmlichkeiten hier machen. Es war ein ordentliches Verfahren, so wie wir das hier immer handhaben. Und, na, davon habe ich nichts mitgekriegt. Ordentliches Verfahren. Naja, also, Sie haben das vielleicht nicht von Anfang an mitgekriegt, aber es war ein ordentliches Verfahren. Das kann ich Ihnen versichern. Das werden bei wir dann sehen. Wenn wir rausfinden, dass das wirklich so gewesen ist, dass sie Ehebruch begangen hat, dann steht dem alles nichts im Wege. Aber vorher möchte ich das konkret wissen. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Gut. Vielen Dank. Schönen Feierabend. Und dann nehmen wir die Dame und gehen. Ja, bin ich schon weg mit ihr. Gut, okay. Gleich schon mal Ehebruch begehen. Voll so in der Ecke, so denn. Ja. Dann komme ich zurück. Sie war es doch. Na toll. Hier voll am Abschwitzen so. Denk dran, wie alt du bist. 52. Und jetzt, was machen wir jetzt mit der Tante hier? Ja, erstmal weg von der Menschenmenge. Erstmal weg. Dann, ne? Ja, die gehen ja hoffentlich jetzt eigentlich nach Hause. Wir gehen irgendwo in eine Seitengasse oder irgendwo, wo uns keiner sehen kann auf jeden Fall. Die Meute grummelt sich was in Bad und geht in ihre Häuser zurück. Vielleicht in irgendeine Bar gehen oder so. Erkennt, wir finden doch bestimmt irgendwie eine Bar, wo wir uns vernünftig mit der mal unterhalten können. Erkennst du von den Leuten hier die Leute, die du aus dem Fenster gesehen hast? Vierte Etage, das war schon dämmerig. Ich habe nur Silhouetten gesehen von den Leuten. Aber es war auch so ein Mob. So ein Mob, also ja. Wahrscheinlich der Mob. Vielleicht war sie ja bei dir. Oder irgendwo unter dir in dem Zimmer.
Weißt du? Also vielleicht unter... Ach so. Unten. Die war unter dir im Zimmer. Und die gar nicht in mein Zimmer geguckt haben. Richtig. Ja. Die haben in ihr Zimmer geguckt, ja. weil sie da stand, offenherzig. Ja, gibt's da eine... Ein Café oder irgendwas? Taverne. Eine Taverne, Bar, irgendwie sowas. Gibt's da. Findet ihr sicherlich. Am Hafen oder so. Eine Hafenbar. Geht es zum Hafen? Ja. Immer dem Geruch nach. Ja, genau. Meine Klamotten reden und den Wellengeräuschen. Und den Glocken. Wie viel Uhr ist jetzt gerade aktuell? Dunkel. Es wird jetzt dunkel, also schon relativ rasch. Gehen wir da erstmal mit ihr in die Bar und suchen uns ein leeres Plätzchen. Was guckt sie uns eigentlich an oder ist sie verwirrt oder was macht sie überhaupt? Ja, sie sieht ziemlich ängstlich aus und können wir mit ihr sprechen? Weicht eher den Blicken aus. Okay, dann setzen wir uns da mal irgendwo, da ist da relativ leer, ne? Dann vielleicht so oder voll, können wir uns da einen Tisch setzen? Da, wo ihr hingeht, da wird Platz gemacht. Okay. Da gehen die Leute weg. Okay. Wenn da ein, zwei Leute sitzen. Okay. Finde ich gut. Schauen euch auch alle an mit großen Augen. Okay. So, dann ihr seid ja Damen, dann redet ihr doch mal mit der Dame erstmal. Ich hole uns mal ein kleines Aperitif von der Bar. Aber die Leute, die jetzt in der Bar gewesen sind, die sind ja weggegangen, sind uns ausgewichen. Wir sehen ja jetzt prinzipiell auch nicht anders aus als die anderen. Wir sind halt nur fremd. Oder sehen wir auch anders aus? Erkennen die, dass wir Fremdlinge sind? Erkennt man ja so nicht. Es sieht eher so aus, als wenn die Leute etwas anders aussehen. Die Gesichter sehen alle etwas ein bisschen verzerrt aus. Die haben unnatürlich große Augen. Die Mundwinkel hängen eher so ein bisschen runter. Die ganzen Leute, alle nicht haben... Nicht alle, manche. Zum Beispiel der im Laden, der sah ganz normal aus. Ne? Wegen der Alterung hier, die oder die Gesichtszüge sind leicht entglitten. Also wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dann merkt ihr auch, dass ihr nicht euch erinnern könnt, dass einer von diesen Leuten mal geblinzelt hätte. Huch. Wenn man so richtig in die Augen reinguckt, starre, was sieht man denn? Ja, sie starren euch an. Und die wir mitgenommen haben? Genau, wie sieht sie aus? Sieht relativ euch ähnlich aus. Geh du mal zum Barmann und quatsch mit dem Barmann ein bisschen. Wir unterhalten uns mit der Dame jetzt. Junges Fräulein, was ist denn hier vorgefallen? Warum solltest du gehängt werden? Warum war dieser Mob und hat zugesehen, wie du gehängt werden solltest? Was ist dran an den Vorwürfen? Hat sie auch große Augen? Nein. Nein, hat doch gerade gesagt. Nein, man kann nicht mal alles mitkriegen, Mensch. Mensch! Mensch! Und sie antwortet jetzt oder ist sie verschüchtert und guckt nach unten? Sie ist verschüchtert, guckt nach unten, weicht euren Blicken aus und sagt, danke, aber ihr solltet hier jetzt schnell verschwinden. Mhm. Okay, wir haben dir jetzt gern geholfen, aber sag uns bitte mal Gründe, warum wir jetzt hier schnell verschwinden sollen. Weil die keinen Spaß verstehen. Der Sheriff versteht keinen Spaß. Also die Idee zum Sheriff. Du hast auch nicht gelacht. Du bist ja an der Bar. Der hätte auch nicht lachen dürfen. Was ist denn hier passiert? Kannst du uns ein paar Informationen geben, was hier die letzte Zeit passiert ist? Die Leute haben so große Augen. Was ist mit denen passiert? Gibt's da? Warum hast du das nicht? Wenn ich du sagen darf. Na klar, sagen wir du. Wir haben ja gerade das Leben gerettet. Du. Ja, du machst das vielleicht. Sie guckt dich direkt an und sagt, das ist der Innsmouth-Look. Ja, da haben wir schon von gehört. Wir haben schon was von gehört. Aber hast du nähere Informationen? Innsmouth-Look ist ja jetzt ein ganz tolles Wort, aber wir wissen nicht, was wir hier sollen und warum wir und wie wir hierher gekommen sind. Und du bist ja hier aufgewachsen wahrscheinlich. Oder nicht? Oder bist du auch so jemand gewesen, der eine Art Zeitreise gemacht hat, dass du auch in dem Hotel wach geworden bist und kommst auch aus einer anderen Gegend? Du siehst nicht so aus wie die hier. Ich wohne schon immer hier. Mhm. Und warum siehst du nicht so aus? Viele sind nicht so wie die anderen. Okay. Und du bist verheiratet. Ja. Hast du Ehebruch begangen? Nein. Aber warum? Mein Mann wollte, dass ich ein Kind zeuge. Okay. Und mich mit Slanisch vereinige. Mit wem anders ein Kind zeugen? Ja, mein Mann kann es ja nicht mehr. Warum nicht? Durch die Krankheit? Penis abgebissen. Ich komme von der Seite mit einem Tablett wieder und dann sind ein paar kurze drauf. Ja! Stell ich erstmal auf den Tisch. So, damit wir jetzt erstmal die Gemüter besänftigen, würde ich sagen, Stößchen. Ich habe schon längst ausgetrunken. Ich habe schon ausgetrunken. Was ist denn jetzt hier? Fräulein, wie geht's Ihnen denn jetzt nach der ganzen Sache? Noch gut. Hat sie auch getrunken? Nein. Ich schieb ihr das hin. Bitte trink. Danke.
Trinkst du prinzipiell keinen Alkohol oder hast du Angst vor der Wirkung, was passieren könnte, wenn du Alkohol trinkst? Oder Alkohol ist doch hier gängig, dass das die Leute trinken. Wieso trinkst du nicht? Wo habt ihr den Alkohol denn her? Von der Bar. Von der Bar? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Wo kommt ihr denn her? 1923, Prohibition, Alkohol ist verboten in ganz Amerika. Hä? Aber... Es war wahrscheinlich schwarzgebrannter. Hat er den unter der Theke hochgehoben? Kippt das Ding einmal aus, ne? Und unter der klaren Flüssigkeit wird so ein bisschen Schlieren sichtbar. Nein. Als wenn da so Würmer oder sowas drin was? Sind. Ja. Oh nee! Ich stecke mit Fingern. Das ist nicht schlimm, das ist nur Seetang, der wird halt... Egal was man macht, überall gibt es hier immer einen Haken dran, ne? Ist egal, was man macht. Sie haben euch Seetang gegeben? An der Bar? Ja, anscheinend. Anscheinend? Wir kennen uns hier leider nicht aus, wir sind nicht von hier. Das haben wir doch schon gesagt. Also die Dame ist... Auch nicht aus diesem Jahr. Die Dame ist hier aufgewachsen. Ich gebe euch da einen heißen Tipp, ich würde hier schnellstens verschwinden, denn Seetang kriegen nur Leute, die am Ritual teilnehmen. Was für ein Ritual? So. Vater Dagon. Das was? Was ist denn das? Du musst uns wirklich aufklären, weil wir sind... Ich habe nicht daran teilgenommen, denn ich bin nicht, wie man so sagt, in der Lage dazu. Und wenn ich das jetzt schnell auskotzen gehe? Ich mach mit. Es ist nur Seetang. Aber okay. Dann kann ich nicht mehr teilnehmen. Also, wenn man... Da hast du die Spielregeln nicht ganz verstanden. Ach so, Mist. Aber du musst uns mal ein bisschen mehr Informationen geben, bitte. Mit wem solltest du dich in ein Kind machen? Was? Was habt ihr denn für Gesprächsthemen? Mit wem solltest du ein Kind machen? Ja, sie hat uns was erzählt. Der Mann, sie hat keinen Ehebruch gemacht. Ihr Mann wollte, dass sie mit irgendwem sich verbündet oder so. Und Sanisch ist ein tiefes Wesen. Ein tiefes Wesen. Wenn ihr die Leute hier gesehen habt mit den Alterungserscheinungen, so wie es außerhalb von Innsmouth immer gesagt wird, das sind Kinder von tiefen Wesen und Menschen. Tiefenwesen und also, Menschen. Mischlinge quasi. Okay. Und die haben diese seltsamen Augen. Und die haben die seltsamen Augen und die... Die Tiefenwesen wollen mit Menschen Kindern zeugen. Wollen? Und mein... Okay. Und Mann hat das von mir verlangt. Okay, ihr geht. Ich habe versucht, den Schmugglertunnel zu finden, um... Abzuhauen. Aus der Stadt zu... Okay, und dein Mann hat dann wahrscheinlich gesagt, du hättest Ehebruch begangen, damit du gehängt wirst. So war's. Hast du schon mal gehört, dass Leute hierher gekommen sind? Die nicht von hier sind? Oder hast du noch nie mitbekommen, dass Leute... In den letzten Monaten des Öfteren. Des Öfteren. Dass Leute gekommen sind, die nicht von hier waren. Was ist mit den Leuten passiert? Sind die geflohen oder wurden die hier dementsprechend dann... Ritualmäßig verunstaltet? Sind fremde Leute in der Stadt aufgetaucht und sie waren dann nach... einiger Zeit nicht mehr da. Okay. Und das Komische ist, dass sie halt auch immer ohne Gepäck aufgetaucht sind. Also Reisende scheinen es nicht gewesen zu sein. Ja, quasi. Sind wir ja auch nicht. Wir sind auch, doch, Reisende sind wir irgendwie schon, nur anders. Ja, wir sind Zeitreisende. Ja. Aber wir haben auch kein Gepäck. Es wurden keine weiteren Pferde oder sowas gefunden. Es wurden keine Autos gefunden. Nee. Und haben wir auch nicht mitgebracht. Leider, so ein Pferd. Wer führt denn diese Rituale durch, von denen du gesprochen hast? Das macht der esoterische Orden. Und ich gehe mal davon aus, dass zu diesem esoterischen Orden auch der Deputy und der Henker da gehören. Und mit den Behörden ist hier auch wirklich wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen. Dass man da sich auf irgendwelche Verhandlungen einlassen sollte, irgendwas. Und diese tiefen Wesen, weißt du auch, wo die herkommen oder wie lange es die hier schon gibt? Aus dem Meer? Die gibt es hier schon, solange ich denken kann. Hat schon mal irgendjemand versucht, sich gegen diese Wesen aufzulehnen? Nein, denn nur dank dieser Wesen existiert dieser Ort noch. Ach so? Sie brachten den Reichtum in die Stadt. Nur mal zu dieser Mine dann mal gerade? Würde ich fast sogar sagen, zu diesem Labor. Genau, dass wir da mal hingehen. Zu dieser Fabrik. Da sind ja nur irgendwie 5, 6 Angestellte, hat er gesagt. 5, 6 Angestellte vielleicht. Lass es da trotzdem mal hinmachen. Sind es auch 5, 6 Tiefenwesen? Oder wir hauen ab, wir versuchen da wegzukommen. Also man kommt ja auch nicht einfach so aus der Stadt anscheinend. Achso, das haben wir gerade... Ich habe gerade mit ihr gesprochen ich habe gesagt, warum sie nicht einfach so aus der Stadt rausgehen kann. Ja. Man wird immer wieder zurückgeholt. Also wenn man sich jetzt ein Boot nehmen würde zum Beispiel, man wird kontrolliert... Ja, ein Boot wird sogar noch schwieriger, denn da wohnen ja die Fischer drauf auf den Booten, da müssten sie ja schon...
Also es gibt keine kleinen Ruderboote oder sowas. Ja, ja doch, aber wo will man hin? Mit einem Ruderboot zerschellt man am Teufelsriff. Wir kommen da nicht weg. Also eher ja über diesen Tunnel. Das heißt ja nicht umsonst Innsmouth am genau. Teufelsriff. Naja. Also und wo dieser Tunnel jetzt, ist. Jetzt, wo du es sagst, wo dieser Tunnel ist, weißt du aber noch nicht, weil du wolltest nein, da ja nicht. Nein, ich habe den noch nicht gefunden. Noch nicht gefunden. Sie sagte, die tiefen Wesen brachten das Gold. Ja, deswegen existiert es hieß, die Fische brachten das Gold. Ja. Hat ja der Willi gesagt. Und die tiefen Wesen und Fische, das vielleicht ist das Gleiche. Sind es ein und dieselben. Vielleicht sollten wir in der Fabrik mal nachschauen. Mhm. Mit ein paar Angestellten, die es da gibt, ob die in Zusammenhang stehen mit den tiefen Wesen. Vor allem Gold und Reichtum in die Stadt, also so sieht das hier nicht aus. Nee. Und wo ist es dann? Wo ist der Reichtum hier? Vielleicht ist es auch einfach nur ein verfluchter Schatz. Ich war zwar kurz der Gouverneur, aber ich habe nichts vom Gold gesehen. Das kann sogar sein, verfluchter Schatz. Wollen wir sie mitnehmen? Wollen wir sie in ihre Wohnung stecken? Hast du eine Wohnung? Nein, nee, bloß nicht, da ist der Mann, bist verrückt. Wo war der Mann eigentlich? Hat er nicht zugeguckt? Er stand bei den Leuten und hat zugeschaut. Hast du denn jetzt einen Platz, wo du dich verstecken kannst? Eine Freundin? Irgendwo, wo du untertauchen kannst? Oder gibt es hier in der Bar irgendwie? Es gibt da ein Haus, wo ich übernachte. Ja, okay. Und da bist du auch sicher? Bis jetzt haben sie mich da noch nicht gefunden. Ich hatte halt den Fehler gemacht, nach Hause zu gehen. Okay. Und willst du dich in dem Haus verstecken? Dann würde ich sagen, versteckst du dich da, oder? Dann oder hast du noch irgendwelche Informationen für uns, die uns vielleicht helfen könnten? Wir werden in jedem Fall versuchen, dich ja auch ein bisschen aus der Situation rauszuholen, wenn du das möchtest. Wenn du möchtest. Es sei denn, du möchtest hier bleiben. Wir nein, sind ich möchte hier auf keinen Fall bleiben. Wir sind sehr hilfsbereit, wir sind auch ein ganz gutes Team. Deswegen versteck dich ein Weilchen. Wir versuchen hier irgendwas rauszukriegen. Wo ist denn das genau, dass wir dich vielleicht das irgendwie auch finden können? Das ist das mit den roten Backsteinen an der Main Street. Sollen wir irgendwie ein Passwort ausmachen, ein Wort oder so? Oder du erkennst uns dann oder keine Ahnung, nicht, dass wir dann da... Wenn ihr da seid, dann sehe ich euch schon. Okay. Dann siehst du uns. Okay. Versteck dich gut. Nicht, dass du, wenn du wiederkommst, wieder irgendwo am Galgen baumelst. ne, dann. Das ist nicht so lustig, wie es klingt. Ja, das habe ich gerade selber gemerkt, aber so als... Kannst du dich zur Not wehren, falls irgendwas... hast du irgendwie ein Messer oder irgendwas dabei, falls dir einer an die Wäsche will? Wenn die mich kriegen, dann hilft mir auch kein Messer mehr. Dann versuch erstmal nicht gekriegt zu werden. Genau. Wir werden auf jeden Fall zu dir zurückkommen. Ist in dem Haus noch irgendwer? Also ist da eine Freundin von dir oder bist du dann allein in diesem Haus? Nein, ich bin da allein. Okay, also das ist ein leerstehendes Haus. Eine Ruine. Ruine, okay. Dann verabschieden wir uns. Was mit dem Oleg? Ist der mitgekommen? Der sitzt da nur und hört sich das alles schweigend an. So, Oleg. Kopfschüttelnd. Ach ja, Oleg. Oleg. Doch, doch. Oleg, was meinst du denn jetzt hier? Oleg, was als meinst du? Als ihr da auf dem Marktplatz schon Lauten gemacht habt, da ist er ein bisschen rückwärts ums Eck gegangen, ne? Der ist mehr als 10 Schritte zurückgegangen. Mehr als 10 Schritte? Hat sich schön rausgehalten. Kingslayer. Oha. Aber dicke Fresse haben, ne? Ja. Ja. Oleg ist ja ein größerer Mann, also er ist schon... Ja, er ist groß, aber jetzt nicht sehr muskulös oder sowas. Könnte man aber opfern zur Not machen. Das habe ich gehört, ne? Sieht sie auch am Tief hier. Das ist doch vielleicht auch, vielleicht kennt er sich auch mit Fischen aus, keine Ahnung. Lustig, lustig. Hier, ich gehe nochmal zum Barmann und bestelle nochmal, was ich vorhin bestellt habe. Kriege ich nochmal dasselbe? Und dann gehe ich jetzt komplett. Stell dir das nochmal hin. Jawohl, nehme ich mit. Hier, Kollege Oleg. Schiebe ich ihm das hin. Schau mal, da sind solche Algen drin, hat sie ja gesagt. Kennst du die? Sind das normale Algen? Warum füttern die Menschen mit solchen Algen? Weiß nicht, vielleicht Veganer. Mhm. Algen kann man ganz normal essen. Wenn die so hier zubereitet sind, dann werden die manchmal glasig, wie Nudeln. Aber warum sollten die Leute mit solchen... Soweit ich weiß, nicht schädlich, aber man müsste Wasserprobe nehmen, ne? Ja, kann man hier nicht nehmen, man hat ja nichts, oder? Was bräuchtest du denn dafür? Mein Labor vielleicht, oder meinen Probenkoffer. Hat er gerade nicht in der Hosentasche, oder? Aber den habe ich hier nur in meinem Auto. Und mein Auto ist nicht in der Gegend, so wie es scheint. MacGyver-mäßig? Nein, habe ich immer gehasst, den Typ. Fokohila geht gar nicht. Oleg, wir machen es mal auf die Socken. Gibt es an der Bar vielleicht, hat er so Fläschchen, die man zumachen kann mit so Korken oder so, damit ich das mitnehmen kann? Für unterwegs. Er guckt ein bisschen Spanisch. Bitte. Und gibt's dir dann? Ich packe mir das in eine Hosentasche. Ich habe das mitgenommen. Sehr gute Idee. Kannst du dir aufschreiben, ne? Wir fragen doch nochmal den Barmann, wie wir zur Goldfabrik kommen. Gehe ich hin. Guter Herr. Als neugieriger Tourist und als Professor würde ich mir gerne mal die Goldfabrik hier anschauen in der Stadt, von der ich schon so viel gehört habe. Wie komme ich denn da hin? Am besten gar nicht. Mhm.
Und warum nicht? Die gehört der Familie Marsch. Außenstehende haben da nichts zu suchen. Wo wohnt denn die Familie Marsch? Vielleicht kann ich ja mit denen über ihre Fabrikationstechniken ein bisschen plaudern. Interessieren Sie sich für Gold? Ja, für alles Mögliche. Ich bin Wissenschaftler. Wenn Sie Herrn Marsch sprechen wollen, aktuell ist er eine Messe. Ist er auch gleichzeitig der Pfarrer der Stadt? Nein. Oh, er hält einfach so eine Messe. Er hält nicht die Messe, er nimmt teil daran. Als Besucher. Als Besucher. Gut, dann werden wir uns auch der Messe mal anschließen. Vielleicht komme ich so mit dem guten Herrn mal ins Gespräch. Sehr wohl. Ja, schönen Dank. Und dann gehe ich. Ja, also, wir kommen nicht so einfach aufs Fabrikgelände. Privatgrundstück, so wie es aussieht. Aber die Familie, der es gehört, der ist gerade in der Messe in der Kirche. Vielleicht können wir mit ihm quatschen, ob er uns Zutritt gewährt. Besser als am Fabrikgelände abgeknallt zu werden. Erstmal fragen. Ja. Dürfen wir überhaupt rein? Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir zur Kirche. Gehen wir zur Kirche. Ist nicht weit. Ihr hört die Glocken läuten. So wie vorhin auch schon. Und wenn ihr näher rangeht, dann seht ihr auch, dass die Messe gerade beendet wurde. Deswegen läutet es wahrscheinlich auch. Mhm. Und da stehen einige Kuttentypen herum, die richtig Kutten über dem Kopf haben und so. Kutten über dem Kopf? Mhm. Naja, so, ne, mit Kapuze und so. Halt so eine Kutte. Die Mönche. Sind doch nie suspekt. Mönche. So. Und mönchsmäßig kommen die da in einer Reihe raus, gehen dann in irgendeine bestimmte Richtung und da stehen noch ein paar. Und dem einen fällt was aus der Tasche, dem letzten. Von diesen Mönchstypen. Oha. Guck ich hin. Was ist das? Kleines Lederpäckchen. Landet auf der Straße. Ich sage Entschuldigung und hebe es auf und sie haben hier was verloren. Dann dreht er sich um und du siehst riesig große Augen, Zähne, ziemlich spitz und es sieht auf keinen Fall sehr menschlich aus. Und du müsstest jetzt mal bitte würfeln auf Intellekt. Okay. Weil das Aussehen. Das hab ich jetzt ihm nicht gegeben. 13? Sicher? Ja, ist das nicht die 18? 18? Nee, das ist eine 13. Leg's mir wieder dann so hin. Ist eine 13. Im Notfall sagen wir 19. Nein, ist eine 13. Hier, warte, da ist die 13. Wir schaffen es auf jeden Fall. Ja, macht nichts Schlimmes. Vielen Dank. Wenn ich was sage, rauscht dann was wegen meiner Perücke? Nee, ne? Also ist ja keine Perücke. Ich gehe so zur Arbeit. Hallo, das hallo? Das erklärt einiges. Hallo? Steht mir das Ding oder nicht? Sag mal ehrlich jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Die Perücke ist schön, die Haarfarbe ist schön und die Frisur auch. Aber die Fresse nicht, ne? Doch, aber es passt für meinen Geschmack nicht zusammen. Aber das... Was passt nicht zusammen? Die Frisur und meine Fresse? Doch. Guck mal, warte mal jetzt. Doch. Und die Mütze war gar nicht teuer. Ich glaube, 11 Euro oder so. Die Mütze vor allem. Inklusive Versand. Echter. Auf keinen Fall, echter. Echter. Wahrscheinlich habe ich ja nachher hier irgendwelche Pusteln von jetzt, der... Du kannst auch dann irgendwann noch wechseln zwischendurch. Ich habe noch blaue und ganz lange weiße. Weiße? Ganz lang. Kann Mütze doch mal aufsetzen. So muss mir nachher mal die Haare kämmen. Mit so zwei Zöppeln um. In der nächsten Pause muss ich mir die Haare kämmen. Eigentlich hättet ihr Mädels auf einer Seite sitzen müssen, oder? Ja. Nein. Eigentlich hätte ich heute zwischen drei Frauen gesessen. Hättet auch draußen sitzen können einfach. Das war der Plan. War der Plan, ne? Ja, einer ist ja nicht gekommen. It got me stone cold.